Hallo meine Lieben, vor einigen Tagen wurde ich gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie eine Leistentasche angenäht wird. Also für diejenigen, die sehr gerne Jacken nähen, dürfen jetzt auf gar keinen Fall abschalten. Also ich habe jetzt mein Vorderteil vor mir liegen. Das ist natürlich jetzt eine kleine Mini-Version. Hier habe ich meinen Halsausschnitt und hier ist der Ausschnitt für die Ärmel. Meine Leistentasche soll am Ende hier angebracht werden. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite vom Stoff schon mal ein relativ breites Stück Vlies, Bügelvlies angebracht. Das hier ist das Bügelvlies H250. Je nachdem, wie stark oder dünn dein Stoff ist, musst du da natürlich ein bisschen variieren. Also dünneres Vlies oder dickeres verwenden. So, wenn du das gemacht hast, dann benötigst du deine Leiste. Meine Leiste ist jetzt hier, also wenn ich die auseinanderklappe, wird 10 cm circa lang und 8 cm hoch. Hier bügelst du auch auf die linke Seite einmal das Bügelvlies, dann klappst du das links aufeinander und bügelst hier auch nochmal drüber, damit eine schöne Kante hier entsteht. Nun legen wir die Leiste einmal zurück und legen das jetzt rechts aufeinander und nähen einmal diese Seiten hierzu mit einer Nahtzugabe von 7 mm und das Ganze mit einem Geradstich und einer Universalnadel. So, wenn du die Seiten jetzt zugenäht hast, dann schneiden wir hier einmal knapp die Kanten ab, einmal, also direkt hier an der Naht, einfach hier runter und auf der anderen Seite auch. Und danach wenden wir die und dann sind die Ecken halt schöner herauszuheben, wenn wir die Kanten vorher abschneiden. Jetzt wenden wir das Ganze einmal auf die rechte Seite. Und damit die Ecken hier schön herauskommen, gehe ich mit der Schere ganz leicht hier rein und drücke von innen dagegen. Also jetzt nicht zu dolle, weil sonst kommst du auf der anderen Seite wieder raus. Das gleiche auch mit der anderen Seite. Und jetzt bügeln wir hier diese Kanten noch einmal schön drüber und natürlich hier nochmal, also komplett nochmal drüber bügeln, damit das jetzt nicht so aufplustert. So, wenn du das jetzt gebügelt hast, dann nähen wir die offene Kante von der Leiste einmal zu. Hier nähst du einfach ganz knapp am Rand einmal entlang mit einem Geradstich. So, nachdem du die Leiste jetzt festgenäht hast, habe ich mir schon mal meine Markierungen hier gemacht. Und zwar ist meine erste Markierung an der Leiste. Und zwar habe ich von der offenen Seite hier runter 1 cm schon mal eingezeichnet. Also dann einmal so. Dann habe ich mir markiert, wie lang die Leiste ist. Also ich lege die Leiste jetzt dahin, wo ich sie gerne hätte später. Und zwar nehme ich die offene Seite und lege die hier hin, wo mein Bügelvlies ist. Und misse jetzt aus, wie lang meine Leiste ist. Und dann markiere ich mir das. Hier bei den Enden habe ich einfach so einen Strich gemacht. Und ich habe jetzt, falls du dich jetzt ein bisschen nicht so orientieren kannst, hier ist mein Halsausschnitt und hier ist meine Ärmelseite. So, wenn du das jetzt alles einmarkiert hast, legst du die Markierungen von der Leiste und die Markierung von der Jacke aufeinander. Und das fixierst du dann jetzt einmal mit Stecknadeln. So, und jetzt nähen wir über diese Markierung einmal drüber. Beim Nähen musst du jetzt nur darauf achten, dass du nicht hier über diese Leiste nähst, also nicht hier drüber und auch nicht hier drüber. Also du fängst am besten 1 bis 2 mm innerhalb von der Leiste an zu nähen. Und ich empfehle dir,
die Enden ganz gut zu verriegeln. So kann es mich nicht am Ende passieren, dass diese ausreißen. Und das Ganze finde ich mit einem normalen Geradstich. So, als nächstes benötigst du einen Taschenbeutel. Diesen legst du jetzt rechts auf das Vorderteil, genau hier unter diese Leiste. Hierfür kannst du die Leiste ein bisschen anheben, die Kante hier, und schiebst jetzt diese Stoffkante genau hier dran. So, dass das Ganze recht mittig liegt. Dann klappst du das wieder um. Und hier markierst du dir jetzt 1 cm einmal rein. Also ein bisschen lineal. Und machst hier eine Markierung. Hier unten auch 1 cm von der Kante. Und dann markierst du jetzt, ziehst du dir eine Linie von Markierung zu Markierung. So, und jetzt nähst du einmal von dieser Markierung hier rüber zu dieser Markierung. Jetzt musst du nur darauf achten, dass du die Leiste nicht mit annähst. Also sollen jetzt wirklich nur Taschenbeutel und Jackenvorderteil vernäht werden. So, nun wendest du dein Vorderteil einmal auf die linke Seite, denn jetzt müssen wir die zwei genähten Nähte hier einmal in der Mitte durchtrennen und ca. 1 cm vor der Naht so ein V einschneiden. Ich habe das hier schon mal eingezeichnet, damit du dir vorstellen kannst, wie das eingeschnitten werden soll. Und dafür nimmst du jetzt am besten eine ganz feine Schere, denn jetzt müssen wir darauf achten, dass wenn wir das einschneiden, dass wir hier auf der Rückseite nicht durchschneiden. Das heißt, jetzt beim Schneiden knappst du das hier auseinander, damit du auf gar keinen Fall diese Stoffe hier auch durchschneidest. So, als nächstes wenden wir einmal die Tasche und die Leiste einmal durch den Schlitz. Also die Leiste jetzt so wenden, dass die vorne noch rausschaut. Und die Tasche stecken wir aber einmal ganz rein. Wenn du das jetzt gewendet hast, dann klappst du eine Seite mal auf. Und dann siehst du, dass hier schon dieses eingeschnittene V herausschaut. Das legst du jetzt einmal hin. Siehst ein bisschen daran. Und jetzt müssen wir das nämlich ganz knapp hier einmal vernähen und müssen darauf achten, dass wir nicht die Leiste mit annähen. Also wir dürfen nur den Zipfel und die Tasche vernähen. Und das gleiche machst du natürlich auch nochmal hier mit dem anderen Zipfel. So, wenn du die Lasche jetzt vernäht hast, dann nimmst du dir einmal die obere Kante, das heißt, hier sind unsere Laschen, und jetzt hast du dann diese obere Kante vor dir liegen. Und jetzt müssen wir die Nahtzugabe ein bisschen einschneiden, das heißt, hier ist unsere Naht von der Lasche, und dann müssen wir jetzt von hier oben anfangen zu schneiden bis kurz vor der Naht. Das heißt, dieses Stückchen hier müssen wir jetzt einschneiden und auch hier bei der anderen Seite genau das gleiche von der Naht einmal hier einschneiden, das Stückchen. So, als nächstes benötigst du deine andere Tasche. Diese legst du jetzt hier hin, also
Du hast jetzt hier dieses Stückchen hier übrig. Das klappst du nach oben und legst die Tasche knapp darunter, dass die mit der Stoffkante hier oben hier an diese Ecken dran kommt. Hier und einmal hier. Dann legst du das alles richtig. Dann klappst du die Klappe wieder runter. Hier auch. Und jetzt legen wir das noch ein bisschen richtig und stecken dann hier in diesem Bereich einmal Stecknadeln. So, wenn du die Leiste jetzt mit der Tasche vernäht hast, dann nimmst du dir die Tasche, klappst die andere Tasche nach unten. Natürlich musst du jetzt darauf achten, dass dieser Bereich, der Eingangsbereich, später frei ist, also dass du die andere Tasche jetzt nicht mit vernähst. Also legst sie vorweg, klappst das um und nähst jetzt über diese Naht, die wir eben genäht haben mit der Leiste, nähst du hier noch einmal drüber. Aber hier darfst du jetzt natürlich ein bisschen drüber nähen, damit das alles dann richtig schön ordentlich aussieht und hier die Anfang und Ende wieder gut verriegeln. So, nun kommen wir jetzt zu dem Verschließen von der Tasche. Hierfür legen wir die Taschen schön aufeinander. Natürlich sieht man jetzt hier, dass da ein bisschen Unterschied ist, weil wir das ja nicht ganz aufeinander gelegt haben. Deshalb haben wir logischerweise auf dieser Seite, dass eine Tasche zu lang ist. Und hierfür schneiden wir das Stückchen einfach ab. Und jetzt nehmen wir die Tasche einmal zusammen. Und zwar fangen wir an, hier an zu nähen, hier rüber, hier, hier, hier und dann hier rüber. So, zum Schluss müssen wir natürlich hier vorne die Seiten noch zunähen. Hierfür kannst du jetzt natürlich einen normalen Geradstich nehmen, hier ganz knapp am Rand einmal entlang nähen. Oder wenn du lieber mit der Hand nähen möchtest, kannst du hier natürlich einen Matratzenstich verwenden, dass man keine Naht mehr von außen sieht. Ich nähe jetzt ganz einfach mal eben knapp mit der Nähmaschine hier an den Kanten einmal drüber. So, wenn du die Leiste jetzt hier vernäht hast, dann bist du auch schon fertig mit deiner Leistentasche. Wunder dich jetzt nicht, warum das hier rund drüber hängt. Das ist natürlich, weil das nur ein Miniaturstückchen ist. Also, so sieht die Leistentasche aus. Einmal von vorne, einmal von hinten. Hier muss natürlich jetzt alles schön abgeschnibbelt werden, dass es ordentlich aussieht. Aber an sich bist du mit der Leistentasche schon fertig. Falls du dir eine Leistentasche irgendwo dran nähen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall vorher immer ein Probestück zu nähen, um zu schauen, ob die Länge von der Leiste okay ist, ob die Taschen gut sind, weil wenn du das schon direkt bei deinem guten Stück dran nähst und da schleichen sich Fehler ein, das ist dann natürlich nicht so schön und am Ende sieht es auch nicht schön aus. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mal zeigen, wie so eine Leistentasche aussieht. Es ist natürlich nicht mal eben schnell gemacht, also man muss schon ein bisschen Zeit einplanen und auch viel Geduld. Falls du irgendwelche Fragen hast, dann schreib diese doch bitte einfach unten in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Ich wünsche dir sonst einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana.